Bernd Blase hat schon viel ausprobiert. Wenn du angekommen bist, dann suche den Wandel und erfinde dich neu. Nur so kannst du wieder losgehen, sagt er. Im ersten Corona-Jahr eröffnete er sein eigenes Atelier und Seminarhaus in Senftenberg. Dort hat ihn Philipp Manske besucht, für unsere Reihe vorgestellt mit Antenne Brandenburg. Herzlich willkommen im Atelier, in meinem Atelier. Mein Name ist Bernd Blase.